Die große Bühne des Landtags ist heute unbesetzt geblieben. Haupthandlungsort war stattdessen unweit des Plenarsaals, der Raum der Landespressekonferenz. Dort haben sich die Initiatoren des Bündnisses für Mitmenschlichkeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Wenn man so will, ist es in Thüringen sehr kalt geworden. Also nicht nur, was das Wetter anbelangt, sondern was auch vielleicht das Klima gegenüber Flüchtlingen anbelangt. Und das war einer der Gründe, warum sich dieses breite Bündnis zusammengefunden hat, um eben zu zeigen, dass die Thüringer mehrheitlich eben tolerant, mitmenschlich und weltoffen sind. Inhaltlich geht es also vor allem, aber eben nicht nur um Flüchtlinge. Konkret heißt es, wolle man Mut machen. Populistischen, rechtsextremen, antisemitischen, islamophoben, antiziganistischen, homophoben und anderen menschenfeindlichen Parolen, also jeder Art von Diskriminierung zu widersprechen und entgegenzutreten. Das Bündnis hat bislang 219 Mitglieder, Einzelpersonen, aber vor allem Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Verbände. Ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, der sich jedoch erst noch beweisen muss. Es müsste noch mehr kommen. Es müssten nicht bloß 200, es müssten 20.000 oder mehr sein. Dann wird das was bringen. Ich hoffe, dass es erfolgsversprechend ist, einfach letztendlich. Mehr gibt es einfach nicht dazu, letztendlich zu sagen, weil viele Institutionen hier und da ist halt schwierig letztendlich. Das hält schon manchmal im Kopf nicht aus, was die da den Höcker, wenn ich das so erlebe hier, das ist ja AfD zwar. Leider ist es eben so, dass viele mitlaufen und wissen gar nicht, was sie eigentlich so bewirken damit. Und deswegen finde ich ganz gut, dass die anderen sich auch langsamer finden. Die Sätze sind gut, aber eben erstmal nur Sätze. Und was dahinter steckt, würde ich mir ganz gern mal anhören. Gelegenheit dazu bietet sich am 9. November, wenn das Bündnis zur Großdemo auf dem Erfurter Domplatz aufruft. Nicht mit dabei sein wird dann die Thüringer CDU, die dem Bündnis bewusst nicht beigetreten ist. Wir beziehen es nicht nur auf die Flüchtlinge, sondern wir beziehen es auch darauf, auf die Probleme, die sich für unser Land und für ganz Deutschland entwickeln. Und die muss man halt auch in den Fokus nehmen und kann die nicht ausblenden. Und deshalb unterschreiben wir dieses Bündnis nicht, was aber nicht heißt, dass wir dagegen sind. Und dennoch, das Nein der Thüringer CDU führt, ob bewusst oder unbewusst, eines der Ziele des Bündnisses unmittelbar ad absurdum. Denn dieses will eigentlich verhindern, dass die Flüchtlingsthematik, Zitat, zur parteipolitischen Profilierung und Instrumentalisierung genutzt wird.